Ja, also wenn man bei der Digitalisierung gut und gerecht unterwegs sein möchte, so sage ich es vielleicht mal, und das war auch immer wieder hier bei uns auf dem Summit ein Thema, dann muss man sich natürlich auch ethischen Grundsätzen verpflichten. Und dem gemeinnützigen Sektor ist das natürlich auf gewisse Art und Weise innewohnend. Wenn Sie jetzt mal auf die Wirtschaft schauen, inwiefern ist da das Thema auch angekommen? Also ich behaupte mal, das Thema ist schon vor Jahren angekommen. Es ist vielleicht nicht immer so deutlich sichtbar, aber es ist tatsächlich so, dass viele Unternehmen, wie zum Beispiel Bosch, Telefonica, aber auch Siemens, unterschiedliche Ethikgrundsätze im Umgang mit digitalen Technologien, insbesondere KI, entwickelt haben. Zum Beispiel der KI-Kodex von Bosch, da geht es insbesondere darum, dass KI-Produkte von Bosch immer sozusagen Technik fürs Leben und sozusagen an gesellschaftliche Verantwortung verbunden werden. Oder wir haben zum Beispiel auch die KI-Forscherin und Wirtschaftsinformatikerin Frau Spiekermann, die hat in Zusammenarbeit mit dem weltweiten Ingenieurverband auch die ersten globalen anwendbaren Prozessstandard für KI entwickelt. Also insofern, und Telefonica, wie gesagt, hat schon seit mehreren Jahren schon auch Ethikgrundsätze sozusagen, die auch veröffentlicht werden im Internet sozusagen bereitgestellt, und nach denen haben sie sich selbst verpflichtet, diese zu befolgen. Und wenn wir jetzt mal auf Siemens schauen, wie sieht es denn da bei Siemens aus? Ja, Siemens genauso. Wir haben also die sogenannte Siemens Data Charter vor Jahren entwickelt, und auch die nutzen wir auch. Und zwar besteht die aus 6 Prinzipien, wie man mit Daten verantwortungsvoll umgeht. Wenn Daten sind ja eigentlich genau das Thema der Digitalisierung, denn wir bekommen ja Daten jetzt nicht mehr in Papierform, sondern in elektronischer Form, und diese werden natürlich in vielen digitalen Technologien genutzt. Und die 6 Prinzipien, in denen wir quasi uns hier verpflichtet haben, sind einerseits Transparenz, das heißt, jeder, der Daten quasi benutzt, der muss quasi demjenigen Besitzer dieser Daten klar transparent gemacht werden, wofür diese Daten verwendet werden, sodass der Besitzer auch entscheiden kann, die Daten darfst du verwenden. Das Zweite ist, wie gesagt, dass damit auch der Owner natürlich diese Daten auch kontrollieren kann. Das Dritte ist auch, dass wir nach Cyber Security Standards auch diese Daten entsprechend verwenden. Und da haben wir ein sogenanntes Charter of Trust initiiert, schon im Jahre 2018, wo wir auch mehrere Unternehmen verbunden haben in diesen Charter of Trust, die sich darauf vereinbart haben, wie Daten sicher in der Verwendung benutzt werden. Und wir entwickeln alle unsere digitalen Technologien in sogenannten Co-Creation-Ansatz. Das heißt, wird mit mehreren Unternehmen zusammen immer in Kollaboration und in Austausch, wohl wissend, dass wir vielleicht sogar auf Konkurrenzen treten. Das heißt, es gibt dann auch Netzwerke wie zum Beispiel Catena X im Bereich Automotive, wo wir als einer der Lieferanten neben anderen Unternehmen unter der Leitung von BMW zum Beispiel einen Datenraum für den Austausch von Daten für die Prozessketten eines Automobilherstellers zwischen Kunden und Lieferanten sozusagen redundanzfrei, aber auch abgesichert austauschen. Dann haben wir natürlich das Thema, dass die Daten anonymisiert sein müssen, wenn sie öffentlich genutzt werden. Auch das gehört zu einem Datenraum, in dem man Daten austauscht, und dass man natürlich nachhaltig auch Wert schafft mit dem, was wir digital herstellen als Produkten. Das sind sozusagen die 6 Prinzipien, auf die sich Siemens vereinbart hat mit ihren Data Charter. Trotzdem ist es ja so, auf dem Weg zu einer sozial-digitalen Agenda, da reicht es eben nicht, also wenn da einzelne Unternehmen sich Gedanken zu machen, sondern wir brauchen da auch einen gesetzlichen Rahmen und der muss natürlich eben auch von den Bürgerinnen und Bürgern getragen werden. Das heißt also, wir brauchen eine Kooperation über alle Sektoren hinweg. Wie sehen Sie denn das, Frau Hennig? Ja, also natürlich, Kooperation ist wichtig, und ich komme gleich zu dem legislativen Rahmen. Ich behaupte mal, ich habe heute allerdings auch freundlich, also wirklich froherweise gehört, dass eine Sonderbeauftragte für das Thema der sozialen Innovation berufen wurde. Das ist die Dame Sarah Brun, die ja Gründerin des Unternehmens Socialbee ist, das sich sozusagen schon seit vorletzten Jahr das Ziel gesetzt hat, Flüchtlinge zu integrieren in die Gesellschaft. Und dass diese Dame sozusagen diese Sonderbeauftragung, also diesen Sonderauftrag bekommt, insbesondere die Sektoren miteinander zu verbinden und dann einen Ausgleich zu schaffen und sicherzustellen, dass wir sozusagen sowohl die Unternehmen als auch die Politik im Einklang zusammen sich dem Thema soziale Innovation widmet mit digitalen Mitteln, wo womöglich auch die Legislative ein Ende hat. Denn sie können ja auch nicht sozusagen alles
überregulieren, weil dann haben sie überhaupt keine Innovationsfreiheit, mit der sie überhaupt diese, wie wir auch wollen, eine soziale Innovation fördern können. Weil die Legislative per se, die ist richtig, die ist wichtig, zum Beispiel gerade, wenn es um den Datenschutz geht. Also da müssen wir natürlich eine gute ethische Grundlage für Datenschutz und Datensicherheit haben. Wir brauchen auch Grundrechte für Europa. Es gehören auch Kartellrechte dazu. Man muss sicherstellen, auch die Besteuerung zum Beispiel, gerade diese Diskussion, die in den letzten Monaten auch dahin gegangen ist, dass man auch in digitale Unternehmen, wozu natürlich die bekannten Unternehmen wie Facebook und Co. gehören, dass die auch einheitlich besteuert werden, sodass die quasi keine Vor- und Nachteile haben und damit auch keine Monopolmacht ausüben können. Das sind ganz wichtige Rahmen, die auch von der Gesetzgebung tatsächlich unterstützend, flankierend bereitgestellt werden müssen, neben einer, zum Beispiel eben der Sarah Boone, einer Sonderbeauftragten. Am Ende des Tages glaube ich aber auch, dass es eben nicht alles legislativ vorbestimmt werden muss, wie vorhin schon gesagt, sondern es muss auch jedes Unternehmen muss sich eigentlich vornehmen, sich sozial zu engagieren. Das gehört für mich ganz klar auf die ESG-Agenda, also Environmental Social Governance Agenda eines Unternehmens, die, wenn sie diese Agenda nicht hat, heute nicht attraktiv ist für die jungen Menschen, die sie braucht, um ihr Geschäft überhaupt weiterzuführen. Dann kommen wir doch genau von den Arbeitgebern mal zu den Arbeitnehmern, denn eine Studie vom CIO-Magazin und der WHU hat unter IT-Experten in Deutschland hat ergeben, dass sich 86% der Befragten wünschen, von ihrem Arbeitgeber eben bei der Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit auch aktiv unterstützt zu werden. Und sie möchten sich im Rahmen ihrer Arbeitszeit gerne engagieren und würden es begrüßen, wenn ihr Unternehmen also entsprechende Initiativen auch anstoßen würde. Mit vereinzelten Corporate Volunteering-Angeboten, glaube ich, ist es da an der Stelle dann sicherlich nicht getan. Was sollten denn Unternehmen tun, um also diese Idee betrieblicher Freiwilligenarbeit auch noch nachhaltiger eben in ihre Unternehmenskultur zu integrieren? Sie haben ja schon gerade gesagt, ne, das ist die Zukunft, da müssen wir hin. Absolut. Also erstens, wie Sie schon gerade nochmal sozusagen bestätigt hatten, das eine ist ja das Thema soziale Verantwortung, Engagement überhaupt auf die Agenda zu setzen. Also wirklich das auch Teil der Business-Strategie auszurufen. Das ist schon mal die eine Thematik. Das andere ist natürlich, dass man auch den Mitarbeitern dafür Zeit geben muss. Denn Mitarbeiter natürlich sind ja erstmal da und werden dafür bezahlt, natürlich, dass sie eben auch dem Unternehmenszweck dienen, der aber jetzt auch beinhaltet, sich sozial zu engagieren. Also wir haben zum Beispiel bei Siemens, und wie gesagt, da gibt es andere Unternehmen, die haben wahrscheinlich noch ganz viel bessere, tolle Ideen, sage ich mal. Aber wir stellen effektiv jeden Mitarbeiter mindestens 2 Arbeitstage pro Jahr zur Verfügung, wo er sie sich engagieren können. Und teilweise sogar darüber hinaus. Wir haben natürlich gerade in Krisenzeiten, sei es Covid, Unterstützung der sozial schwachen Familien oder sei es der Unterrichtung auch und Einweisung von Lehrern und Schülern in den neuen Medien, in den neuen, sei es MS Teams, aber auch zum Beispiel in der Ukraine-Krise und dergleichen. Also dass man sich sozusagen jetzt engagiert und wirklich auch nochmal schaut, wie kann ein Mitarbeiter, also Mitarbeiterin, der entsprechend hier tätig werden, um die soziale Agenda eines Unternehmens vollflächig zu unterstützen. Und ich glaube, das kann man wirklich großartig machen. Wir haben zum Beispiel selber als Siemens AG in der Covid-Zeit ein Programm ins Leben gerufen, das nennt sich Siemens bewegt Schule. Da haben wir insbesondere Angebote geschnürt mit Hilfe von Mitarbeitern, gesamtheitlich Siemens, die dann entsprechend angeboten haben, wie kann ich mit digitalen Medien umgehen, wie kann ich besser virtuell arbeiten und dergleichen. Also das sind ganz viele Möglichkeiten, die sozusagen einem Unternehmen ermöglichen, dieses Thema zu etablieren. Jetzt haben Sie so ein paar Beispiele schon angerissen. Was fällt Ihnen denn noch ein? Was für ehrenamtliche Tätigkeiten könnten dann speziell für IT-Experten auch denkbar sein? Ja, also ich brenne natürlich dafür auch, bin ja sozusagen aus der IT. Es gibt da zum Beispiel 2 Schulen, die sich insbesondere dem Thema MINT-Fächer verschrieben haben. Das eine ist die Hackerschool, die dann von früh an sozusagen Jugendliche ranführt an das Thema Programmierung. Und dann haben wir natürlich auch die Redi School, die dann auch entsprechende Kollegen sozusagen integrativ oder Flüchtlinge zum Beispiel auch integrativ einbindet, um die sozusagen auch vorbereitet für ein
für auch ein MINT-Fach oder beziehungsweise für das Engagement in der IT. Und da sind zum Beispiel Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter gefragt, die eben dieses Know-how haben, sich zu engagieren. Und ganz ehrlich, da kommen sogar die IT-Experten zum Zuge, aber auch die technikaffinen Kolleginnen und Kollegen, die, ich sag mal, in den Daily Life zum Beispiel sogar zu Hause programmieren, auch wenn das nicht ihr tagtäglicher Job ist. Aber sie engagieren sich mithilfe dieser Angebote, wie zum Beispiel Hacker School oder Ready School, um dort eben Gutes zu tun und eben diese digitale Innovation auch in den Non-Profit-Bereichen zu unterstützen, in unserem Leben zu unterstützen, denn die Digitalisierung wird nicht mehr weggehen. Unser Alltag wird davon bestimmt sein. Und wir haben zum Beispiel auch ein interessantes Thema gemacht. Wir haben zum Beispiel sogenannte Low-Code-Plattformen. Das sind sozusagen Plattformen, wo Sie eigentlich auch gar kein Technikstudium haben müssen, sondern Sie können quasi mit dieser Instrument können Sie effektiv sehr schnell auch eine Applikation bauen. So haben wir zum Beispiel mit dem Technischen Hilfswerk, auch im Rahmen der Flutkatastrophen, haben wir zum Beispiel bereitgestellt, eine Möglichkeit im Rahmen Hackathon, das ist sozusagen die Möglichkeit, in der man sozusagen mehrere Leute einlädt, dann eine App zu entwickeln, die zum Beispiel dem Technischen Hilfswerk geholfen hat, die Berechnung von, wie viele Sandsäcken brauche ich, damit ich einen bestimmten überflutete Bereich entsprechend auffüllen kann und damit natürlich geholfen hat, diese besondere Krisensituation mithilfe von digitalen Mitteln schnell und sorgenfrei sozusagen zu bedienen. Also wie gesagt, da gibt es ganz viele Möglichkeiten für alle, die sowohl IT studiert haben, als auch für die technikaffinen Kolleginnen und Kollegen dieser Welt. Und ich kann auch noch mal sagen, wen die Hacker School interessiert, wir haben dort auch einen Short bei zu in unserer Mediathek. Also wer sich da noch mal genauer informieren möchte, was die eigentlich machen, der findet auch da noch mal Informationen. Eine letzte Frage noch an Sie, Frau Hennig. Was würden Sie denn sagen, wenn Sie jetzt noch jemanden überzeugen wollen würden, warum lohnt sich denn Corporate Volunteering, also auch eben für ein Unternehmen? Ja, ich meine, ich habe es vorhin schon erläutert und ich hoffe, das ist eigentlich das stärkste Argument, was ich in diesem Falle anbringen würde. Und das ist tatsächlich, dass wir uns ja in Zeiten des War of Talents befinden. Das heißt, wir finden gar nicht so viele Mitarbeiter und Potenzialträger, die wir für die Erfüllung sozusagen unseres Geschäftssinnes als Unternehmen vorfinden, insbesondere natürlich in den technologischen Fächern. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, es wird kein Unternehmen gute Arbeitskräfte jemals anziehen können, für sich zu arbeiten, wenn es nicht Corporate Volunteering anbietet. Weil das A und O eines Mitarbeitenden heutzutage ist, effektiv zu verstehen, für was steht ein Unternehmen? Welchen Sinn, welchen Inhalt hat das Unternehmen, wofür es sich lohnt, meine Arbeitskraft zu widmen und Tag ein, Tag aus dafür zu kämpfen, dass das Unternehmen genau diesen Zweck erfüllt. Dann danke ich recht herzlich für Ihre Gedanken und auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um heute bei uns zu sein. Vielen Dank, Frau Hennig.